Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixar. Es geht wieder los. Und erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die ganzen Kommentare, für die ganzen Likes, für alles, was ihr so macht. Vielen lieben Dank an euch, Leute. Und ich hoffe, dass ihr so weitermacht und weiter so auf den Pixar-Like-Button rumprügelt wie bisher. Und wir haben heute was vor, nämlich das, was wir eigentlich letzte Folge vorhatten, nämlich einen Shadow Panther Zähmen. Shadow Panther, ich glaube, so heißt der. Und ich überlege gerade, ob wir den Gargoyle nehmen oder den Griffin. Was nehmen wir mit? Ich glaube, wir nehmen mal den Gargoyle mit, weil er ein bisschen schneller ist. Ich habe den auch ein bisschen gelevelt, den Brudi. Der hat sogar noch ein Level up. Leben kriegt er übel wenig dazu, das ist mir schon aufgefallen. Hier, der kriegt echt nicht viel Leben dazu. Von daher, Lebenskill lohnt sich eigentlich nicht so, eher Damage. Der macht jetzt um die 200 Schaden, glaube ich. Peter Donner bleibt mal kurz stehen. Wenn man dann was trifft. Oh, der Peter Donner ist Level 100. Ja, 213 Schaden. Ist jetzt nicht so mega schlecht, aber auch nicht so mega gut. Unser Griffin macht halt viel mehr. Leider, leider. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe vorhin einen gesehen, der war Level 73 oder sowas, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und bei meinem Glück finden wir den in 1000 Jahren nicht wieder. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet gehabt. Eigentlich irgendwie hier so. Aber anscheinend hat er das nicht so ganz gespeichert, weil ich habe einmal den Server neu gestartet, damit ich wieder 1 Gramm-Punkte habe. Und eigentlich war das Loch hier komplett fertig, aber das kleine Stückchen können wir jetzt auch noch ausbauen. Das ist jetzt nicht das Problemchen. Zack, 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 zack. Einmal hier alles weg. Aber eigentlich hatte ich das hier schon alles komplett leer, damit wir den hier reinfallen lassen können, wenn es denn soweit ist. Da, da. Und dann setzen wir hier die Leitern hin. So hatte ich es vorher. Das kleine Stück hier nicht gespeichert. Ein bisschen merkwürdig. So. Gargoyle, wir gehen jetzt los und gucken, ob wir den lieben. Ist der das schon? Welches Level bist du? Level 54. Zur Not nehmen wir auch den 54er. 54 geht mega klar, aber was mir gerade auffällt, ist, dass der Gargoyle, glaube ich, keine Aggro zieht oder so. 108! 108! Oh mein Gott, das ist noch viel besser als den ich eigentlich haben wollte. Aber ich glaube, wir müssen ganz schnell zurückfliegen. Wir sind ja echt schnell mit dem Gargoyle unterwegs. Und einmal zum Griffin wechseln, weil irgendwie zieht der Brudi hier keine Aggro. Und wenn er keine Aggro zieht, können wir den halt nicht da rein. Ihr wisst, wie ich meine, so da reinlocken ins Loch. Von daher, einmal schnell zum Griffin wechseln, der zieht Aggro. So, und unser, falls ihr euch fragt, wo unser Death Lord ist, wollte ich schon sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt, der ist jetzt hier mit drin. Seelenernter. Der ist da mit drin. Den habe ich jetzt einfach zu Pixblock gemacht, damit er nicht hier die ganze Zeit draußen von irgendwas angegriffen wird, weil ich ständig komme aus dem Cave da auch nichts raus und greife irgendwas von mir an. Von daher, das muss ich mal irgendwie zumachen, damit die uns nicht mehr auf die Nerven gehen. Was ist das? Ist das ein Zombie gewesen oder was? Das sah ja aus wie ein Kobold. Ah, du haust ihm auch eine runter, das wollte ich auch gerade machen. Mr. Werwolf, Sir. Junge, Werwolf macht so viel Schaden, ne? Das ist unnormal. Ich glaube, wir brauchen. Also, was heißt, die kann man nicht zähmen, ne? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, die kann man nicht zähmen. 108er Shadow Leopard. Wäre schon krank. Das wäre richtig krass. Welches Level bist du, Spinne? Ich will immer noch so eine Spinne haben. Ah, Level 20. Okay, dann gib mir zumindest deine Gems, weil die brauchen wir ab und zu zum Zähmen. Centaur, Level 70. So, eigentlich müsste das auch hier irgendwo gewesen sein. Da ist unser Loch. Dann müsste das der hier sein. What the fuck? Die Pflanze greift mich an? Können wir die kaputt hauen? Macht die viel Schaden? Mir geht so. Ey, hör mal auf. Warum bist du denn so am Quälen? So, das hier ist jetzt welcher? Das ist der 40er oder was? Warum sehen wir das Level nicht? 54er. Ja, 54er kann auf jeden Fall auch weg. So, 1900er Crit. Okay. So. Du bist jetzt der 100 Dingser? Ja, 108er. Komm mal mit. Oh nein, der Centaurus greift auch an. Das ist bitter. Das ist richtig bitter gerade. Ich hoffe, die laufen gleich ein bisschen. Oh mein Gott, da kommt noch einer. Okay, ich wollte halt auch nicht alles aggro ziehen. Ich wollte halt. Okay, das wird jetzt schon wieder schwierig. Das wird richtig. Oh nein, er kommt direkt wieder. Aua, der wirft mit Speeren. Okay, wenn wir jetzt ganz schnell dahin fliegen, können wir den vielleicht einmal zumindest hauen, ohne dass der Panther haut. Ne, zweimal sogar. Ich will unbedingt nicht den Panther treffen. Panther, Leopard, was auch immer. Wie heißt das Ding? Ah, nein, ich bin stuck. Leopard heißt das Ding. Okay.
Pflanze macht halt auch noch die ganze Zeit Schaden. Erstmal die Pflanze. Pflanze, weg mit dir. Oh, da kommt schon wieder der Leopard. Okay, Zentaurus sind aber recht schnell. Einen haben wir weg. Komm schon. Oh nein, jetzt hab ich den Leopard gehauen. Nein. Ah, ich habe so Angst, den zu töten. Der blutet schon, der blutet schon. Oh nein. Und die sind auch noch Mate boosted, die Eulen. Larrys hier. Okay. Beide weg. Nur noch du. Nur noch du. Komm mit. Komm mit. Du darfst mit. Okay, hier ist ein Slime. Hallo Slime. Wo ist das Loch? Ich hoffe, ihr findet das wieder. Ah, hier ist das. Ja, wusste ich doch. Hoffentlich bleibt ihr da auch drin. Der springt da drüber. Nein, als ob nicht, bitte jetzt nicht die ganze Zeit wieder so eine Kacke. Okay, dankeschön. Ah, sehr gut. Okay, den haben wir schon mal eingesperrt. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr das Superproblem werden, hoffe ich mal. Oh mein Gott, Shadow Leopard Level 108. So, du bist eine Magiekreatur, oder? Oh nein, Dello. Dello, nein. Warum bist du denn so? Auf zu quälen. So. Magiekreatur, oder? Kriegen wir dich ins Visier? Magiekreatur. Okay, okay, dann schießen wir da mit unserem Bogen drauf. Hallo, Nadu. Okay, das war kein Treffer, obwohl der hinten bei ihm im Schwanz steckt. Macht halt Sinn so. Was? Hitbox ist broken, okay. Wir haben das dann voll im Griff. Und ihr startet gerade ein Flugzeug. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich sag das jetzt mal wieder. Irgendwie hört man es nie in den Aufnahmen, ist mir aufgefallen, aber ich habe trotzdem immer wieder Sorge, dass ihr es doch mal hört. Und. Junge, das wäre so nice, wenn wir sie bekommen. Ich weiß halt absolut nicht, mit was er zählt, weil ich denke mal mit Fleisch. Wirkt zumindest so. Alter, das wäre so ein heftig guter Tame. Vielleicht können wir mit denen sogar in den Cave gehen oder sowas. Ist irgendwas Böses? Ne, sieht alles ganz ruhig aus. Ist schon down? Oh Gott, vielleicht sind die gar nicht so stark, weil der war echt schnell down. Habe ich Primate? Ich glaube nicht. Ich habe halt jeden Quatsch, aber kein Primate. Das ist halt ein bisschen schade. Ist hier irgendwas? Ah, da waren noch Griffins oder so, ne? Wir können mal nochmal dahin. Griffins, die können wir ganz schnell verprügeln und die gehen Prime. Da ist einer. Ist irgendwas mega Wichtiges hier oben im Inventar? Nee. Da können wir das schon mal alles rauswerfen. Das Fiber und so wollen wir ganz gerne behalten, weil das brauchen wir für die Pfeile. So. Griffin, komm her! Gib uns dein Fleisch! Du kämpfst doch gerade mit einem Leoparden! Hier sind so viele davon. Hier kriegst du eine. Noch eine. Gib mir dein Fleisch. Ich muss echt sagen, Pixar macht mir so unnormal viel Spaß. Ich bin froh, dass wir da jetzt wieder richtig drin sind. Das macht mir einfach so unnormal viel Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach so cool gemacht alles. Es macht riesen Spaß, Leute. Das kann ich echt nur weiterempfehlen. So, du kriegst auch noch eine auf den Kopf, Dillo. Und jetzt nehmen wir uns hier mal das gute Fleisch raus. Hallo, Mr. Shadow Leopard, Sir. Ich weiß nicht, warum ich über Panda sagen will. Isst du das? Ja, isst du. Oh mein Gott, nice! Okay, willst du noch mehr haben? Ich habe nicht mehr Fleisch bei. Was sollte eigentlich auch reichen? Jetzt sind wir stuck, oder was? Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wie kommt die scheiß Leiter nicht hoch? Okay, alles im Griff. Oh nein, nicht alles im Griff. Doch, alles im Griff. Oh Gott, wo kommt der denn immer her? Hau doch einmal, Griffin, warum haust du nicht? Hau doch! Okay, danke. Easy. Wir haben alles im Griff, Leute, ihr kennt mich. Immer alles im Griff. Fast. War wohl so wieder nach unten. Können auch einfach hier noch Leiter hin machen, wir haben ja noch mehr dabei.
Hätte ich auch gerade machen können. Hätte ich mitgedacht. Habe ich aber nicht. So, wir hauen da einfach mal zwei Stück rein, weil wir es können. Aber würde ich sagen, warte ich mal ein bisschen, dass der Kollege fertig wird. Und dann treffen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Unser Shadow Leopard ist gerade fertig geworden. Und den können wir jetzt eigentlich, oder sollten wir eigentlich in einen Pixblock verwandeln können, wenn das alles so klappt, wie es soll. Ja. Easy. Du kommst in unser Inventar. Hattest du noch irgendwas Wichtiges drin? Ne, du hast noch ganz viel Primey drin. Das kannst du behalten. Und der Rucksack kann das behalten. Und dann würde ich sagen, fliegen wir mal Richtung nach Hause und machen schon mal einen Sattel. Ich hoffe, der ist nicht allzu teuer. Und ich hoffe, den können wir mal so machen. Aber das sollte eigentlich möglich sein, weil wir sind relativ reich. Wir haben echt richtig viel Kram zu Hause, weil wir halt echt viel gespielt haben, so auch ohne aufzunehmen. Wir sind die ganze Zeit rumgeflogen, haben Sachen getötet und sowas, also es macht halt echt übertrieben Bock. Es macht richtig, richtig... Was zum Teufel ist das bitte? Können wir hier irgendwo an der Seite chillen oder das abchecken? Was ist das? Ich habe das noch nie gesehen. Noch nie! Ah, der Zombie und der Werwolf könnten uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen. Die wollen wir eben wegkloppen hier. Hey, Mr. Werwolf, komm mal her. So, ein Schlag noch, oder? Ah, vielleicht sogar noch mehr. Ich hoffe, seine Brudis kommen nicht. Oh mein Gott, hält zu viel aus. So. Das unterschätze ich immer wieder. Die sind echt stark. Sehen wir den? Ja, sehen wir. Können wir hier irgendwie halbwegs anhalten? Ist eher die Frage. Können wir natürlich nicht. Kann ich so. Ah, ah, was ist das? Hippocampus, Level 14, Tameable, diese Tameable! Oh mein Gott, die sehen richtig sick aus. Die sehen richtig sick aus. Oh mein Gott, wir müssen uns unbedingt mal um Wasserdinos kümmern. Was ist hier noch? Ist hier eine Krake? Ne, ein Manta ist das. Das ist ein Manta. Oh mein Gott, die sehen ja so cool aus. Wow, 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 wow. Okay, wir müssen unbedingt mal Richtung Wasserdinos gehen, weil das wird auch richtig nice. Alter, das hab ich gerade richtig gewundert. Ich so, was ist das bitte? Das habe ich noch nie gesehen. So, halten wir hier mal kurz an. Und hol uns mal einen Sattel ab. Das sollte hoffentlich drin sein. Was kostet das Ding? Craft mir im Inventar. Ja. Und wie viel nur? Zwei für diesen Primary Magic Core. Haben wir hier 100 Stück. Zack. Alter, das war ja mal richtig billig und richtig schnell gemacht. Ich dachte, wir bräuchten ein bisschen länger für, um die ganzen Sachen zusammenzusuchen, aber das war ein Schnäppchen. Allgemein war der recht einfach gezähmt und auch echt schnell gezähmt. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er wahrscheinlich Kaka sein könnte. Aber wir werden es sehen. Schattenleopard, du bist dran! Na? Oh Junge, sieht der schön aus. Guckt euch den an, der sieht so... Oh mein Gott, der sieht so schön aus. Sattel, da. Und... Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der macht sogar richtig Schaden, der macht richtig Schaden. Ah ne, das war ein Headshot. Ah, verdammt. Oh Gott, wir sind jetzt schon überladen. Was zum Teufel? Okay, wir kriegen halt auch übel viel Fleisch, so, aber... okay, das ist bitter. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass sie die nicht abbauen. 114 Schaden. Hä, der baut ja in einem Rutsch ab. Was soll ich denn da machen? Ich dachte, man kann die killen und dann nicht abbauen. Oh nein, da müssen wir die richtig oft ausleeren. Jetzt ist natürlich gerade Nacht, wir können gleich mal Gamma machen. Aber ich finde den übertrieben nice. Ich finde den richtig nice. So, wir machen einmal Gamma 3... Vielleicht, ah, sollte schon klar gehen. Ich glaube, ihr seht was. Oh, das ist der Petalon, den wir vorhin angegriffen haben. Jetzt ist er nochmal angegriffen, Junge. Es macht ja fast die ganze Zeit den Schaden. Ich frage mich, ob wir uns... Ah, oh, Junge. So, Leben, wie viel kriegt ihr dazu? 70 etwa? Schaden kriegt ihr halt echt viel dazu. Leben ist halt bitter, fast da Punkte für auszugeben. Gewicht ist halt auch... Ah, wir machen mal erstmal ein bisschen mehr Schaden. Schaden ist nicht verkehrt. So, können wir hier halbwegs hochkommen und uns vielleicht mit irgendwas... Ah, mit dem Werwolf sollten wir uns nicht anlegen, oder? Ich glaube echt nicht. Vielleicht sollen wir lieber ins Schneegebiet gehen und gucken, ob da irgendwas ist. So ein Direbär oder sowas. Das ist... Ich finde den so
Sick, ich finde den richtig sick und der kommt auch fast überall so echt schnell hoch. Ah, natürlich jetzt, wo ich sage, nicht mehr. Schade. Hallo Quetz, das ziemlich tief liegt. Jetzt komme ich hier echt nicht hoch oder was? Oh mein Gott. Schade. Gerade wenn man dich gelobt hat, Panther. Leopard, Dings. Wolltest du den anlegen? Oh, ich habe ein bisschen Angst, immer was zu verlieren hier, weil hier immer alles immer ziemlich stark ist. Okay, der war schnell weg. Der macht. Oh. Oh mein Gott. Wirst du raus? Wirst du ganz schnell raus? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Flucht, Flucht, Flucht. Aber sowas von Flucht. Kommen wir hier weg? Ist der hinter uns her? Ich habe keine Ahnung. Die sind hinter uns her. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Was machen wir? 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 Griffin, Griffin. Nein, nein, ich bin in meinen eigenen Käfig reingefallen. Nein, nein. Nein, 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 ich bin tot. Oh nein, und unser Leopard ist auch tot. Nein, unser Leopard, ich bin in mein eigenes Loch reingefallen. Wir anderen eine Grube, Grefeld selbst schien ein wortwörtlich, oder was? Nein! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, ich werde diese Wölfe so verprügeln, diese dreckigen, obwohl wir können die zähmen. Den anderen hat er noch gekillt, oder was? Den High Level. Der andere war High Level, ne? Der ist 24. Oh mein Gott, nein. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn echt geliebt, Mann. Der war so toll. So, das sind meine Sachen. Ich wollte schon sagen. Leute, ich würde sagen, ich gehe alleine mal eben einen neuen zähmen. Und dann komme ich wieder. Wahrscheinlich wird er nicht so High Level, weil da würde ich ewig suchen, aber. Ich guck mal, was wir für einen finden, okay? Bis gleich. Leute, ich bin zurück und ich habe Ersatz. Ich habe nicht nur einen Ersatz, ich habe sogar zwei Ersätze. Einer ist 58, der ist nicht so mega gut. Aber ist ganz okay, würde ich mal sagen. So, wenn Dizzy vielleicht auch einen haben will, dann kann der sich den schnappen, wenn er das möchte. Und hier habe ich noch einen und der ist Level 98, also schon. Halt 10 Level drunter unter dem alten, aber das ist ganz okay noch. Und dafür habe ich schon lange genug gesucht. Ich bin ganz zufrieden damit. Können wir machen. 98 geht mega fit. Können wir dich wieder in den Pixblock machen? Ja, dann packen wir dich wieder zurück da rein. So, Brudi. Du gehst hier rein. Zack. Und eigentlich kannst du auch zum Pixblock werden und auch da rein. Hattest du noch irgendwas Wichtiges im Inventar? Wahrscheinlich nicht. So, dann gucken wir hier mal rein. Nein, nichts Wichtiges drin. Du hast aber echt wichtige Sachen im Inventar, aber eigentlich wollte ich dich auch mitnehmen zur Sicherheit. Aber ich glaube, das passt schon. So, wenn wir aufpassen, was auf uns zukommt und dass wir nicht in unsere eigenen Löcher reinspringen, dann sollten wir klarkommen. Da sollten wir echt klarkommen. Dann können wir schnell nach Hause rennen. Und uns einmal schnell unseren Griffin schnappen und damit die besiegen. Das war nämlich eigentlich mein Plan gerade. Wo es dann halt schief gegangen ist, dass ich einmal schnell nach Hause renne und dann mit dem Griffin die töte. Aber ja, ihr habt gesehen, was dabei rausgekommen ist. 6 Level. Damage, Damage, Damage. Gewicht, Gewicht. Damage, Damage. So. Da, weg mit dir. Und ich würde fast noch ins Schneegebiet gehen wollen. Aber nicht unbedingt gegen so einen Spektral-Direwolf. Aber so einen müssen wir uns eigentlich auch zähmen. Das sah echt biestig aus, was der mit uns gemacht hat. Das tat schon übelste Kalotte weh, aber richtig. So, können wir hier so hochrennen? Ha, wieder einmal zwei hoch. Warum? Hier vielleicht irgendwo? Bitte? Irgendwo vielleicht nur einer hoch? Bitte? Oh, warum ist das denn? Ach komm, wir steigen einmal ab und machen das selber. So, kannst du jetzt so. Ja, das ist halt echt
Oh, ist das ein normaler da? Oh mein Gott, da ist schon wieder so ein Elementar und so. Gegen solche wollen wir, glaube ich, nicht kämpfen, aber solche wollen wir auch mal zähmen, auf jeden Fall. Das wird noch kommen, Leute. Keine Sorge, das kommt alles noch. Ich weiß halt echt nicht, ob wir da mitkämpfen wollen. Ich will nicht, dass der wieder drauf geht. Ich hau einfach mal ein bisschen mit drauf. Oh, okay. Tut das weh? Ja, das tut sehr weh. Das tut ultra weh. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Warum? Oh nein. Fallschaden. Ah, Fallschaden auf Doom. Nein. Nein. Nein, 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 nicht schon wieder, bitte, oh Leute, wieso, 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 wieso? So, schnell, 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 Griffin, Griffin. Okay, wir haben alles im Griff, Leute, alles im Griff, alles super im Griff, ihr kennt mich doch, ich habe immer alles im Griff. Oh Gott, die halten so viel aus, was zum Teufel. Shadow Leopard, pass auf dich auf, bitte. Okay, wir merken uns eins. Egal welche Art von Wolf. Sie wird uns zerstören. Leider. Oh, Mano. Du bist so cool, aber so schwach. Was heißt so schwach? Er ist nicht schwach, aber der hat wenig Leben. Und wenig Leben ist halt echt nicht geil gegen solche Sachen, die halt übel viel Schaden machen. Ich weiß ja nicht, ob man irgendwie noch bessere Säle gedroppt bekommen kann, vielleicht. Ja, du nickst. Ah, ich weiß auch nicht, ob du recht hast mit deinem Nicken. Gegen sowas hier können wir halt easy. Ich weiß nicht, ob wir gegen Trike ankommen. Trike wird auch schon recht schwierig, denke ich. Wir sind aber fast wieder hochgeheilt. Warum laufen wir die ganze Zeit rückwärts? Hey, woran hat's gelegen? Warum läufst du rückwärts? So. Ja, wir healen mal einmal komplett wieder hoch. So. Und dann werfen wir einmal alles raus. Und dann kommt hier Endboss-Kampf gegen Trike. Kann halt Lebensgelden, aber ich weiß nicht. Das wirkt so verschwenderisch. Weil Schaden ist irgendwie cooler, oder? Ah ja, hier kämpfen wir halt gegeneinander. Ja, jetzt rennst du, ne? Ja. Du bist Level 10 und auf dir hauen wir schon ewig rum. Du bist Level 4, oder was? Warum seid ihr alle so low level? Ich will gegen High Level Trike kämpfen, zumindest wenn ich schon gegen Trikes kämpfen muss. Okay. Das mit der Grube war einfach, das war echt ein Classic. Das war so ein typischer Matschi-Moment, wirklich. Das kann einfach nicht sein, dass ich in mein eigenes Loch da reinfalle. Ich muss da irgendwas hinmachen, um das zu markieren, dass mir das nicht nochmal passiert. Wo ist das? Hier. Einfach reingefallen. Und dann den Wölfen verreckt. Also jetzt ist es halt wieder lustig. So vorhin war es echt überhaupt nicht lustig. Ah, so 7 Level. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Leben. Oh, 2000 voll. Und dann Schaden. Ich hoffe, dass wir gegen irgendwas Cooles antreten könnten. Was halt ein bisschen mehr Erfahrung gibt als der ganze Kram hier. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass wir nichts. Aber vielleicht kriegen wir ja bis zur nächsten Folge ein bisschen gelevelt. Ich würde sagen, wir beenden hier erstmal die Folge. Och, guckt euch den an, Mann. Der sieht einfach so sick aus. Der sieht heftig sick aus. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Zumindest über ein Mitleids-Like für unseren armen Leoparden, der drauf gegangen ist, ja. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich bin Geist. Warum fällt mir das jetzt? Was? Ich war gerade ein Geist. Okay. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und tschüss.